Okay, Kampf-Kolosseum. Los geht's. Wir haben hier einiges zu tun. Darunter ein Haufen an Bossfights und so. Hilft dann auch generell. It's a hard dong life. Okay. Oh Gott. Belohnungsliste. So. Offen. Ich würde gerne... Ja, den werden wir wohl auch, wohl oder übel, noch das ein oder andere Mal treffen. Auch im Kolosseum gibt's den. Ich würde gerne Fujitora freispielen. Das heißt, ich muss noch 22 Bosse mit Akaino besiegen und 11 Spezialangriffe, okay. Ja, natürlich, Rollercoaster Tycoon. Vor allem der Zweier habe ich, glaube ich, gespielt gehabt, wenn ich mich richtig erinnere. War richtig cool. Echt? Der war auch im letzten Stream? Falscher Chat, okay. Ich dachte gerade, du meinst den Controller. Zwei Streams auf einmal, uiuiui. Okay, dass du da mal nicht durcheinander kommst. So, ich würde sagen, wir machen einfach einen Bosssturm auf normal. Ich bin jetzt da auch nicht so sonderlich gut, dass ich das auf schwer schaffen könnte. Akaino, ich möchte nämlich diesen Fujitora. So. Gibt's bei Hitbox auch sowas wie Multi-Twitch? Das hast du heute erst gespielt, SK. Okay. Cool. Wen nehmen wir denn mit? Ich glaube, ich nehme Chopper mit, damit ich endlich mal gegen die Gegner kämpfen muss, die mir noch offen bleiben. Ja, genau das. Es ist richtig cooles Game. Mal schauen, es scheint gleich mal einen üblen Boss zu geben. Na, nee. Law ist okay. Ein Screenshot kannst du mit der Drucktaste machen und dann in Paint oder sowas einfügen. Oder mit Windows Snapit. Das ist unser Zubehör. Bam. Wah! Nein, mir fehlt noch Fujitora. Das sollte kein Problem mit diesem Monster hier sein. Er kommt drauf an, wenn er auf dem Laptop gerade schaut. Weiß ich nicht, da ist die Drucktaste mal ganz komisch irgendwo verteilt. Gott, ich merke gerade gar nicht, wie ich Leben verliere. Muss echt aufpassen mit Akaino, aber naja, sollte trotzdem gehen. Oje. Gleiches Attic wieder an Timeoutet, aber okay. 600 Sekunden Timeout ist echt ein bisschen übel. Ich glaube, das kann man sicherlich noch irgendwo einstellen, so rum. Okay, Robin. Dann machen wir einfach mal das hier. Oh, das bringt sehr viel. Findest du, dann nimm einfach, wenn du Windows 7 hast und da alle Programme, Zubehör, Windows Snippet. Okay, jetzt machen wir mit dir. Ich war Erster. Zum Glück tut es ja abbrechen. Ja, sehr schön. Also normalerweise ist die Drucktaste neben F12. Ich hoffe, du hast eine F12-Taste. Oh, gleich zwei Stück auf einmal. Interessant. So, lass mich mal hier kurz angreifen. Wäre echt nett zumindest. Aber zum Glück interessiert sich Chopper hier wenig für... ihre Herzen, glaube ich. Bin mir gerade nicht sicher, wer von ihr immun ist. Was? Echt? Oh, wie cool. Au. Okay.
Lass mich mal kurz hier heilen. So gut es geht. Oh Gott. Okay, machen wir das hier. Nein, Mero machen wir hier gar nicht. Sorry. Bam, 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 bam. Nice. So, gut. Miaug ist besiegt. Und diese Hancock hier auch gleich. Nur noch ein paar Mal treffen, wenn ich es treffe. Objection. Oh, wie cool, okay. Ich würde auch gerne treffen. Wäre sehr... Na gut, Akaino. Du willst offenbar nicht treffen, dann schlage ich halt einfach. Haha, wie geil. Ja, das ist, finde ich cool, wenn solche Charaktere auch mal in Fighting Games drankommen. Oh, diese Verzögerung. Wie ist denn eigentlich so generell die Verzögerung vom Chat? Ah, hi, Good Gaming. LP, schätze ich mal. Good Gaming 37. Bam. Bist noch nicht arg zu spät. Nur 2-3 Kämpfe. Braucht ja bei mir immer ein bisschen länger zum Einrichten, leider. Wie immer. Okay. Lass mich dich ganz schnell besiegen. Und ein bisschen ausweichen. Und das reicht schon? Das reicht noch nicht ganz, aber... Gut ist, dass ich angreifen kann ohne Unterbrechung. Das heißt, der hat keine Chance. Bam. Was, wenn du schon Dor alte mit... gibt es eine PlayStation 3? Bah, ich mach mal kurz ein bisschen stärker hier. Nein. Sorry, Zoro. Ist auch für PlayStation 3. Achso, okay, habe ich gerade nicht gelesen. Only für PlayStation 3. Ha! Also, naja, gut, ich kenne jetzt nicht so viele Marvel vs. Capcom. Leute. Von dem her, ich weiß nicht, ob das arg viel bringt, das zu spielen. Es sind so viele Insider wahrscheinlich drin. Andererseits habe ich auch, wie ist es? Das ist auf dem 3DS Project X Crosszone oder sowas. Habe ich auch mal angezockt. Oder habe ich da und ein bisschen gespielt. Ryu und so. Ja klar, okay. Die Street Fighter Charaktere kenne ich noch. Ich kenne ja auch Resident Evil. Mega Man natürlich. Aber trotzdem waren da bei Project X noch so viele Charaktere drin, wo ich nicht arg viel drüber weiß. Wobei Project X trotzdem ziemlich gut ist. Also das werde ich auch definitiv mal noch weiter zocken, sobald ich meinen New 3DS habe. Ja. Okay. Vielleicht nochmal, würde ich sagen. Ihr dürft gerne mal was vorschlagen, was ich außer Akaino noch mitnehme als Charakter. Ihr seht ja hier ungefähr, was ich alles schon habe. Einer fehlt. Den sind wir gerade bei... Für diejenigen, die gerade noch nachkommen sind, am Nachholen. So. Wieder Mayonnaise. Mayonnaise Combat Chars. Oh, es sollte mal in irgendeinem Fighting Game irgendwie Patrick oder SpongeBob geben. Yay. Es gäbe garantiert heftige Moves. Yep. Okay. Ja, ist definitiv eine bisschen höhere Verzögerung, würde ich sagen, als sonst. Ah, okay. Dann ciao, Merko. War schön, dass du da warst. Wenn auch kurz. Okay, dann nehme ich mal euch die Entscheidung ab. Bam, bam. Ihr dürft dann gerne fürs nächste Mal überlegen, was ihr haben wollt. Wenn ihr überhaupt was haben wollt. Vielleicht wollt ihr auch einfach nur so zuschauen und nichts. Wirklich. So.
Und ich hoffe, das Audio-Problem ist nicht da, aber ich glaube wirklich, dass es nur beim Aufnahme ist. Ha. Das ist sehr schlecht. Ich habe noch gar nicht überprüft, ob es auch auf der Aufnahme von Dings war, von Hitbox. Aber Hitbox-Aufnahmen sind sowieso bisschen doof. Oh, was ist denn das? Wenn es da tatsächlich was dazu gibt, dann möchte ich das gerne mal ausprobieren. Wenn es auch nur ein Flash-Game ist. Bam! Nochmal. Du hast eh keine Chance gegen mich. Nope. Spider-Man kenne ich da davon. Iron Man, aber nur aus den Filmen. Phoenix Wright halt ein bisschen. Deadpool kenne ich ein bisschen. Ja, das war's eigentlich schon. Deadpool ist richtig cool. Bam, das ist auch nicht unbedingt das Vorbild. Ich weiß, aber. Aber ich mag Deadpool irgendwie und seinen Humor. Bam. Hey, da hat mich jemand aus meinem Dings rausgeworfen. Frankie. Come on. Lass es einfach. Hat doch eh keinen Sinn. Wow. Nein. Oh, wow. So, dankeschön. Wow. Also jetzt habe ich Ace. Ha, ich habe X zum Heilen, richtig? Na gut, dann spielen wir mal ein bisschen. Naja, du gehört jetzt auch nicht zu meiner Lieblingsserie, also von dem her. Ich spiele es eigentlich eher, weil es kostenlos war und weil Kiera das gezockt hat. Aber es ist wirklich cool eigentlich. Von dem her, mich schon mit Dua sehr angefreundet. Aber ich würde es auf keinen Fall als das beste Fighting Game überhaupt bezeichnen. Im Gegenteil, Super Smash Bros. Rules. More than anything. So, jetzt kämpfen wir gegen, ich meine, Nami. Los geht's. Und Jinbei. Okay. Die beiden müssten eigentlich auch mal noch gegeneinander kämpfen. Die haben ja auch noch ein bisschen ein Beef miteinander. Ja, volle Kanne. Bam bam. Ich spiele einfach mal eine Weile mit. Oh Gott. Wir sind beide wasseranfällig, stimmt. Nicht gut. Ich weiß gar nicht, ob im Kolosseumsmodus auch die ganzen Resistenzen gelten, aber ich denke schon. Lässt sich hier halt nicht nachprüfen. Wow, wow. Jinbei. I'm sorry. Das hat ein bisschen arg viel abgezogen, aber hey, von mir aus. Eventuell machen wir dann nachher sogar noch. Aber das kann ich ja nicht offscreen machen. Ja, das mache ich wahrscheinlich sogar komplett offscreen, die ganzen Story-Episoden, die mir noch fehlen in dem Spiel. Also für Unlimited. Bum, bum, bam. Super Brawl 2. Ha! Cool. Ich auf jeden Fall mal Jimmy Neutrons Freund, da kenne ich darauf noch. Der eine ist eine komische Wiesel oder was ist aus Madagaskar? Danny Phantom. Sandy und SpongeBob natürlich. Und die Milka Kuh? Nee. Ne, die Milka Kuh, die eine andere Kuh da. Das kann nicht mehr. Mehr kenne ich jetzt rein vom Bild her zumindest mal nicht. Wow. Ja, ich habe einen kleinen Bruder. Ich kenne mich, was Cartoons angeht, tatsächlich zumindest noch ein bisschen aus, aber es ist auch schon eine Weile her. Ah. Nein, Luffy, aua, hör auf damit. Ich bin dein Bruder. Back at the Barnyard. Wow.
Fuck, Luffy tötet mich hier gerade. Wo ist er? Da ist er. Sorry, Luffy. Bam, bam. Danny Phantom war aber echt eigentlich nicht so schlecht. Da kenne ich jetzt tatsächlich nicht so viele Folgen davon, aber zumindest so grob. Was ich sehr gern geschaut habe mit meinem kleinen Bruder war Wenn Elfen helfen. Das ist absolut episch. Fast schon SpongeBob-Niveau an epischen Epicness. So, das ist das Wort. Das habe ich wirklich sehr gern geschaut. Auch noch in meinen späteren Jahren. Gymnasiumzeiten oder keine Ahnung eigentlich, wann ich das letzte Mal geschaut habe. Okay, was machen wir jetzt hier? Schauen wir mal, dass wir noch irgendwie meinen Links aufgeladen bekommen. Gut, ich muss hier auf jeden Fall aufpassen. Könnte sein, dass ich es gestern doch nicht. Aber nee. Wirklich, also wenn Elfen helfen, würde ich genauso wie SpongeBob jederzeit anschauen. Ohne die geringste Scham oder sonst irgendwas. Das ist einfach nur eine grandiose Sendung. Bum, bum, bum. Uah. Aua. Nein. Okay. Bam. Das macht zumindest schon mal ein bisschen Schaden. Den Rest kann man auch so abziehen. Aber mal auf Noob-Mode schalten und alle bombardieren. Yeah. Das bringt's. Wenn ich jetzt auch noch treffen würde, wäre es ganz okay. Aber hey, muss man ja nicht. Back at the Barnyard, okay. Okay, schade. Dann schaue ich mir halt jederzeit die alten Folgen an. Das kann man ja auch machen. Muss ich ja nicht immer die neuen Folgen anschauen. Man kann ja auch dreimal One Piece durchschauen. Hm? Oder sonstige alte Folgen. Lalala. So. Nächster Char. Nehmen wir mal Don Flamingo. Boah, klingt doch ganz nett eigentlich so als Charakter zum Zocken. One Piece Unlimited World Red!